Exil 1991, Kreuzberg. Ich saß da meistens abends alleine, was mir auch recht war. Eines Abends kommt einer rein und hat auch gesehen, dass alle Tische voll waren. Nur ich saß alleine, hat er sich zu mir gesetzt. Das war der Hans im Kiefer. Im Laufe des Abends wurde es geselliger und dann kam irgendwie schließlich raus. Er wusste von mir, dass ich eigentlich Maler werden wollte und jetzt Filmemacher war und hat sich dann offenbart als einer, der Maler war, aber eigentlich Filmemacher wurde. Und wir haben aber beide gedacht, aus diesem Amalgam, was wir beide waren, aus der Zeit heraus, in der wir groß geworden sind, aus der Liebe zur Malerei, aber auch dem Hang zum Kino, mit unseren so gegensätzlichen Lebensläufen, das was geben könnte. Die Mischung zwischen dem Maler, der gerne Filme machen würde, und dem Filmemacher, der gerne Maler geworden wäre, da war irgendwas.